Jungs, in den letzten Tagen ist so wahnsinnig viel passiert in der Welt. Da fand ich es jetzt unangebracht, einfach nur irgendeinen Sketch zu drehen zu einem Kommentar unter der Ja. letzten Folge. Ich finde auch, wir sollten vielleicht irgendwas zu dem aktuellen Weltgeschehen machen. Ich meine, dieser Militärputsch in der Türkei, das war einfach so krass. Da Ja, hat Mann. David gesagt, dass er da was vorbereitet hätte. David. Ja. Okay. Okay. Das 1080 Nerdscope Cook-Off heute mit David. Ja, Leute, aufgrund der politischen Lage habe ich mir was ganz Tolles einfallen lassen. Wir machen heute den Militärpunsch. Dafür habe ich hier auch schon mal Wein und etwas Mehl vorbereitet. Und das müssen wir jetzt einfach nur hier in diese. Nein. Einfach nein, David. Och, Menno, immer bist du gegen alles. Luke Mockridge und Nils Ruf haben auch gesagt, dass sie dabei sind. Diese Woche fassen wir für euch die neuen Infos der Star Wars Celebration zusammen, sagen unsere Meinung zu Star Trek Beyond, stellen unsere aktuellen Lieblingsserien vor und besprechen, was im Fernsehen sonst noch auf uns zukommt. Außerdem haben wir uns Deus Ex Mankind Divided angeguckt und waren für euch auf der Brettspielcon. Herzlich willkommen zu 1080 Nerdscope. Das da ist Flo. Und das da ist Frodo. Und das da ist Robin. Und letzte Woche fand es statt, das Event für jeden Star Wars-Fan weltweit, die Star Wars Celebration. Ganz so spektakulär war das zugegebenermaßen alles nicht wirklich, aber eine Überraschung gab es definitiv, denn im Trailer zu Star Wars Rebels Staffel 3 ist Grand Admiral Thrawn endlich wieder Teil des offiziellen Kanons. Ja, wer der nicht auf dem aktuellen Stand ist, Disney hat ja bei dem Kauf von Lucasfilms den ganzen alten Kanon, also alles, was nicht offiziell in den Filmen drin war, gekillt. Das ist jetzt nicht mehr offiziell, das sind nur noch Legenden, die man so irgendwie sich erzählt, aber es gehört nicht mehr dazu. Und Admiral Thrawn war einer der heißgeliebtesten Charaktere unter Fans aus den Büchern, die halt nicht mehr dazugehören. Disney hat aber trotzdem natürlich die Möglichkeit, solche Charaktere wieder aufleben zu lassen. Und das haben sie jetzt getan. Und da Star Wars Rebels auch zum Kanon gehört, ist dieser sehr legendäre Charakter jetzt auch offiziell Teil von dem Filmuniversum, in dem Rey und der liebe Luke und so weiter alle halt rumjedien. Das ist cool. Oder rumsiffen. Der junge Han Solo aus dem Han Solo Solo-Film wurde übrigens auch bestätigt. Also es war ja schon klar, dass es Alden Ehrenreich werden wird. Aber jetzt ist es eben offiziell. Und für Star Wars Battlefront gibt es auch ein DLC, nämlich Rogue One. Ja, das ist schön. Wo wir gerade bei Star Wars sind, Freunde, kommen wir zu Star Trek. Da wurde nämlich jetzt bekannt, dass im vierten Teil Chris Hemsworth wieder mitspielt. Ihr wisst schon, der in der Neuauflage den Vater von Captain Kirk gespielt hat, für 5 Minuten, bis er dann direkt am Anfang gestorben ist. Ja, das heißt, Zeitreise wird auch wieder zurückkehren zu Star Trek, ist ja natürlich nichts Neues. Aber bevor wir zu weit in die Zukunft hier reisen und über Star Trek 4 reden, lass doch erstmal über Star Trek Beyond reden, Teil 3. Der ist nämlich jetzt rausgekommen und wir haben unsere Meinung dazu mal zusammengefasst. Nice. Zeitreisen werden zurückkehren? Ja. Wow. Star Trek Beyond ist ein Film. Ey, nicht schon wieder, ey. Also, Captain's Log. Sternzeit, Juli 2017. Wir haben uns heute einen neuen Star Trek-Film angeguckt und er fühlte sich irgendwie mehr an wie eine lange Episode der Fernsehserie als ein tatsächlicher Film. Aber gerade bei Star Trek ist das vielleicht ja gar nicht so schlimm. Was sagen Sie dazu, Lieutenant Worf? Nuk nech, Iulich Judge Judge. Ja. Captain, ich habe meine Analyse des Films abgeschlossen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Film höchst unlogisch ist. Der Plot verläuft größtenteils ins Nichts, viele Details bleiben ungeklärt und die Motivation des Bösewichts hat sich mir am Ende überhaupt nicht erschlossen. Hosle, dalo, hatschu, krabla! Wir sprechen kein Klingonisch, Worf, Krappe! Ja, also der Humor in Beyond bringt einen oft zum Schmunzeln. Vor allem ist der Film aber extrem laut und voller Explosionen. Die Charaktere haben alle ihre eigenen persönlichen Probleme, so lernen wir sie vermutlich in Vorbereitung auf Teil 4 endlich mal ein bisschen besser kennen. Wobei sie alle irgendwie ein Thema teilen, sie haben nach so langer Zeit im Weltraum irgendwie einfach keinen Bock mehr darauf. Und diese fehlende Freude der Crew, den Weltraum zu erkunden, die hat sich leider auch irgendwie so ein bisschen auf mich übertragen. Captain, meine logische Schlussfolgerung ist, dass dieser Film einfach nur seichte Unterhaltung ist. Den Fans der alten TV-Serie dürften vielleicht die philosophischen Unterhaltungen fehlen. Mir als Fan des Vorgängers Into Darkness fehlt die Dramatik und die düstere Stimmung. Star Trek Beyond ist aber kein schlechter Science-Fiction-Film. Ich musste daher nicht den Spock-Griff bei mir anwenden. Oh.
Abschließend kann man sagen, Beyond ist der schwächste Star Trek seit dem Reboot und trotzdem aber immer noch ein krasser Blockbuster für Fans von Explosionen. Man bemerkt Simon Peggs Humor und Justin Lins Action. Wir können nur hoffen, dass Teil 4 dann in eine Story hervordringt, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Beam me up, Olli. Wer übrigens Bock auf noch mehr Star Trek hat, Ende des Jahres kommen alle alten Serien auf Netflix und 2017 sogar eine neue Serie, ist mir aber ein bisschen zu lange hin. Also Serienvorschläge bis dahin bitte. Ja, ich gucke zum Beispiel gerade auf Amazon Prime Preacher, ebenfalls eine Comic-Umsetzung einer Serie, die ich sehr grandios finde. Ein gescheiterter Prediger bekommt plötzlich die Macht des Wort Gottes und muss damit umlernen gehen, legt sich mit Dämonen und Engeln an. Ziemlich düster, ganz schön brutale Suppe, aber eine sehr, sehr geile Serie mit unfassbar coolen, crazy Charakteren. Ja, finde ich auch super geil. Ich habe Stranger Things jetzt die letzten zwei Tage durchgesuchtet. Das ist eine neue Netflix-Serie. Das ist so eine geile Kombination aus Mystery und Horror und Sci-Fi und Thriller und so ein bisschen wie Super 8 meets Stephen King. Und das ist irgendwie mehr wie so ein 8-Stunden-Film. Also wer sowas mag, das ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ist wirklich krass. Ja, okay, also ich guck nichts. Ich warte zum Beispiel auch auf die neue X-Men-Serie, die jetzt angekündigt wurde, von Bryan Singer, der auch die letzten beiden Filme Regie geführt hat. Aber bis dahin gucken wir einfach eine Serie zu einem Videospiel. Und zwar Battlefield 1. Und das ist zugegebenermaßen eine sehr komische Wahl, um ein Spiel zu verserien, weil Battlefield 1 basiert auf dem Ersten Weltkrieg. Den gab es ja wirklich. Also könnte man ja einfach den Ersten Weltkrieg verfilmen statt ein Spiel. Na gut, okay, aber du verfilmst ein Spiel, das nacherzählt, wie der Erste Weltkrieg war, um nachzuerzählen, wie der Erste Weltkrieg. Ja. Okay, für mich hört sich das definitiv so an, als würde man einfach nur den Markennamen Battlefield 1 nutzen. Ja, da hätte man auf jeden Fall ein besseres Spiel sich aussuchen können. Zum Beispiel Deus Ex und wie der Zufall es so will, Deus Ex Mankind Divided kommt bald raus und wir waren auf einem Preview-Event und haben uns das da mal angeguckt. David und ich hatten in Berlin die Gelegenheit, schon mal in Deus Ex Mankind Divided reinzugucken, bevor es ab dem 23. August alle spielen können. Adam Jensen ist natürlich wieder dabei, dieses Mal als Agent von Interpol, um augmentierte Terroristen zu schnappen, zwei Jahre nach den Ereignissen von Human Revolution, welche die Menschheit in zwei Lager, die Augmentierten und die Nicht-Augmentierten, gespaltet haben. Als allererstes ist mir die Engine aufgefallen. Es ist wirklich ein extrem detailreiches und einfach generell wunderschönes Spiel. Vom Gameplay her muss man sagen, es ist Human Revolution. Natürlich in einigen Punkten weitergedacht. Mehr Spielwelt, mehr Auswahl, mehr Augmentationen, mehr. Zumindest von dem, was wir in unserer begrenzten Zeit sehen können, kann man sagen, es wurde poliert, es wurde in einigen Punkten optimiert. Aber wer Human Revolution mochte, wird auch dieses Spiel mögen und umgekehrt. Wirklich neu ist dagegen der Breach-Modus, ein relativ umfangreiches Minispiel, das kostenlos dabei ist. Man spielt einen Hacker, der VR nutzt, um sich in der digitalen Welt zu bewegen, also so ein bisschen wie Tron. Dabei gilt es, Rätsel zu lösen, Wächter zu erschießen und natürlich zu hacken. Und umso besser man sich dabei anstellt, umso mehr Geld kriegt man für Upgrades, für welche man Booster-Packs, ähnlich wie die Cases in CSGO, kauft. Apropos VR, auf dem Event gab es auch eine Oculus Rift. Leider ist Deus Ex nicht als VR-Spiel verfügbar, aber kleine Teile der Spielwelt wurden als Demo umgesetzt. Und während David krass schlecht geworden ist von dem Ding, war ich einfach hin und weg. Ich habe seit längerer Zeit keine aktuelle Demo mehr ausprobiert und das Ding hat mich wirklich umgehauen. Mein Fazit, ich freue mich weiterhin auf Deus Ex, besonders auf die Story, die mit den Themen Rassismus, Terrorismus etc. auch einfach sehr aktuelle Sachen mit gesellschaftlicher Relevanz behandelt. Man kann ja entweder auswählen, ob du dieses Spiel durch Dialoge lösen möchtest, dann spielst du halt 82 Stunden lang nur Dialoge, oder ob du halt eine Stunde lang ballern willst. Und ich mag es halt lieber, wenn es länger ist. Deswegen, und ich finde immer, man sollte Konflikte ohne Gewalt lösen. Und deswegen quatsche ich gerade mit den Maschinen und der eine hat jetzt gerade ein neues Windows-Update und erzählt mir sowas von zu Hause. Ist geknackt, riecht nach Mandel, schmeckt nach Walnuss. Odo, was machst du da? Ein Geheimagent wie Jensen aus Deus Ex.
Deus Ex, das ist kein Geheimagent. Nee. Ja, dann bin ich halt Geheimagent wie in Codenames, dem Spiel des Jahres 2016. Und damit übrigens willkommen zur smoothesten Überleitung 2016. Respekt. Meine, falls ihr euch jetzt allerdings fragen solltet, warte mal, Spiel des Jahres, das gibt's gar nicht auf Steam oder bei Uplay oder das habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja, das ist kein Wunder. Denn das Spiel des Jahres ist die wichtigste Auszeichnung für Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Und da wir eben Spiele lieben, gehören ganz klar diese auch dazu. Ja, und wenn ihr jetzt Geheimagent am Küchentisch sein wollt, dann könnt ihr das eben mit Codenames tun. Das hat diesen super wichtigen Preis jetzt gewonnen und sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie Memory. Man hat so Begriffe vor sich, unterschiedliche Spieler sind Agenten und weil die alle am Tisch sitzen, müssen sie natürlich mit diesen Codenames auf diesen Kärtchen kommunizieren und so müssen dann die anderen Spieler herausfinden, welcher Geheimagent zu welchem dieser Kärtchen gehört. In Russland sind die Winter kalt. Nee. Psst. Ja, dazu wurden übrigens natürlich noch zwei andere Spiele nominiert, zwei coole Spiele, unter anderem Imhotep, wo man für den Pharao Monumente baut, indem man den anderen Spielern die Ressourcen abknüpft, und Karuba, wo man richtig krass rumkarubert. Robin? Ja, das ist so eine Mischung aus Temple Run und das verrückte Labyrinth, genau. Aber das sind natürlich die einzigen Spiele, die gerade heiß erwartet werden. Es gibt noch so ein paar andere und die kann man auf der Brettspiel-Con sehen. Die war letzte Woche und David und ich haben uns das mal angeguckt. Oh yeah! 1080 Nerdscope ist nicht nur eine Melange aus Spielen, Filmen und gut aussehenden Moderatoren, sondern wir haben natürlich auch anderen Nerdkram, wie zum Beispiel Brettspielen. Deswegen sind wir auf der Brettspiel-Convention. Hinter uns stehen so gute alte Klassiker wie Munchkin oder Risiko. Hier gibt es aber noch sehr viel mehr. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie schnell einige Spielefirmen reagieren. Der Brexit ist keine 3 Wochen alt und schon gibt es das erste Spiel dazu. Reiner Wahnsinn. Ja, das Spiel hier heißt Exit, aber es geht auch um ein aktuelles Thema, aber um diese Escape Rooms. Die sind gerade voll gehypt, so Räume, in denen man eine gewisse Zeit hat, um dann Rätsel zu lösen, damit man wieder aus dem Raum entkommen kann. Und das ist das Ganze quasi in Spielform. Ich ärgere dich nicht, habe ich dann einfach durchgespielt. Ich habe es durchgespielt. Ja. Da hat jemand 4 gewinnt, einfach in den Müll geworfen und nochmal. Das ist ja dann 4 verliert. Robin und ich spielen jetzt hier gerade Blood Rage, ein Spiel, das uns gerade 2,5 Stunden gefühlt lang erklärt wurde. Deswegen sage ich einfach mal, Robin, erklär doch mal einfach ganz kurz die Regeln. Es geht um Wikinger, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen und dabei Gebiete einnehmen und am Ende kommt ein Wikinger-Gott und tötet alle und sie gehen nach Valhalla, aber sie kommen dann auch irgendwie wieder zurück und am Ende hat der gewonnen, wer am meisten Ruhm und Ehre hat. Es gibt hier ein Gebiet, das heißt Mannheim, da komme ich her, da bin ich geboren worden. Das wird zerstört. Nein, meine Mutter! Ja, die habe ich hier schon gefunden. So, hier sehen wir Scythe, das ist das meisterwartete Spiel hier, ist von Jamie Stackmeyer. Wer auf Kickstarter öfter mal unterwegs ist, kennt den vielleicht. Der ist der ungeschlagene Brettspielkönig der Plattform. Es geht um Steampunk in den 1920ern. Man sieht, das geht so ein bisschen um Mechs und gleichzeitig sind aber auch Leute, die Bauern. Es erinnert so ein bisschen an Civilization. Es gibt verschiedene Helden, die man auswählen kann, um mit denen dann der Herrscher Europas zu werden. So, hier spielen die Leute gerade Tricarion. Die ersten Bestellungen sind gerade auf dem Weg nach Deutschland, auch sehr heiß erwartet. Man ist ein Magier im 19. Jahrhundert, versucht in diesem Spiel die coolste, beste, spannendste Zaubershow für die Zuschauer zu erstellen. Ein sehr komplexes Brettspiel und wer den Film The Prestige mochte, der sollte sich das vielleicht mal angucken. Aktionskarte. Versuche die Abmoderation in 20 Sekunden hinzubekommen. Robin, deine Zeit läuft ab jetzt. So, das war die Brettspiel-Con. Wir haben viel gelernt, viele coole neue Spiele gesehen. Ich habe Bock drauf und wir haben viele Ideen gesammelt für das 1080 Nerdscope-Brettspiel. Zum Beispiel, 1080 Nerdscope darfst du nicht sagen. Oh, scheiße. Ja gut, dann kriegst du 3 Punkte, ne? Okay, du musst jetzt eine Flachwitzkarte ziehen. Wir müssen einen Witz machen mit Abitur. Steht Katja Krasewitz vor der Uni? Das war schon Witz genug. Wenn ihr noch Ideen habt für das 1080 Nerdscope Brettspiel, dann schreibt sie in die Kommentare und vielleicht wird es ja dann Realität. Wir kennen jetzt ein paar Spielautoren. Okay, also im 1080 Nerdscope Brettspiel ziehen wir jetzt einmal eine Abmod-Karte. Mhm. Und okay, 1080 Nerdscope ist vorbei. Und jetzt eine Witzkarte. Okay. Genau, mal. Ja. Okay. Go. Haben wir eigentlich schon Luke Mockridge abgesagt? Oh, warte. Nee, aber ich rufe ihn gleich an. Luke, hier ist dein Vater. Ja, das gibt +2 auf Witze für alle. Ja, schön.
Die geht ins Schwein. Die kriegen wir da nie wieder raus. Das ist mir auch gerade aufgefallen.